9 von 11 Spielen nach der Winterpause haben Peter Nemeth und seine Dynamos verloren. Dresden damit das schlechteste Drittligateam in diesem Jahr. Die Jungs hier sind Tabellenführer. Der schwarz-gelbe Anhang führt die Zuschauertabelle in Liga 3 mit dem Schnitt 22.500 Fans souverän an. Der MSV kommt über Kingsley Onuwetbu. Zuletzt 13 von 15 möglichen Punkten haben die Duisburger geholt. Janjic und Patrick Wiegers. 10 Minuten gespielt, erste Chance für die Gäste. Mitte der ersten Halbzeit rauscht dann ein viertelstündiger Wolkenbruch durchs Stadion, der Rasen glitschig. Luca Dürholz nimmt Marvin Stefaniak mit, der am Dienstag noch mit der U20 in Italien. Pfosten! Ratajczak im Duisburger Tor nach Rotsperre, wieder die Nummer 1. 0-0 der Pausenstand. Stefaniak mit dem Fehlpass. Martin Dausch, Onuwetbu. Schöner Doppelpass, wieder Dausch. Und Wiegers blockt den Ball mit der Schulter ins Tor aus. Der MSV ballsicher, selbstbewusst, 3 Punkte hungrig. Dresden in Hälfte 2, meist nur Zuschauer. Die genialen Momente in Schwarz-Gelb, rar. Tekerci, Wolze. Läuft weg, statt zu attackieren. Sinan Tekerci, 25 Meter. 20, 30 Zentimeter fehlten da. Zlatko Janjic, der Mann für die ruhenden Bälle. Dürholz dazwischen. Dennis Grote eben eingewechselt, geht nach. Wolze kann ganz entspannt flanken. Auf Bajic und in der Mitte. Onuwetbu und Hartmann stürzen über die Linie, wie auch der Ball. Es gibt Tor. 1-0 für Duisburg. Wiegers reklamiert Foul gemeinsam mit Hartmann. Aber dieser Kapitän Hartmann hat hier Onuwetbu genauso geschoben. Deswegen geht dieses Tor absolut in Ordnung. Duisburg reicht es danach, Konter konsequent auszuspielen. Onuwetbu gewinnt das Kopfballduell gegen Hefele und er vergisst, mit dem Stürmer mitzugehen. Janjic. Onuwetbu ganz allein drin im 16er gegen Wiegers. Das Bein ist draußen. Onuwetbu fällt. Der Pfiff zum Elfer ist da und gelb-rot, weil Wiegers vorhin gelb wegen Meckerns gesehen hatte. Onuwetbu macht das geschickt, sucht den Kontakt des hereinrauschenden Wiegers. Für ihn kommt Benjamin Kirsten bis Dezember die Nummer 1. Am Dienstag hat er erfahren, dass er nach 7 Jahren Dynamo den Spind räumen muss. Jetzt plötzlich ist er wieder drin, kann aber das zweite Tor der Gäste nicht verhindern. Zlatko Janjic, 6 Strafstöße gab es in dieser Saison für Duisburg in der Liga. Er hat sie alle verwandelt, auch den 7. Duisburg spielt das danach abgezockt herunter. Janjic auf Onuwetbu, der allein vor Kirsten. Janjic nochmal. Der MSV gewinnt mit 2-0 in Dresden. Und surft weiter auf der Aufstiegswelle.